Hallo zusammen, freut mich wieder bei euch sein zu dürfen, heute Abend, Sonntag, wieder Neues aus dem Aloehof. Viele Anfragen haben uns erreicht, viele Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Und da ist mir letzte Woche, auch schon die letzten Wochen aufgefallen, es kommen immer wieder ähnliche Themen. Das betrifft zum einen sehr viele Leute, die mit Hämorrhoiden Probleme haben. Sehr viele Leute, speziell natürlich jetzt Frauen, die Menstruationsbeschwerden haben, Vaginalpilz und so weiter, lauter unangenehme Dinge. Wie entstehen solche Krankheitsbilder, solche unangenehmen? Meistens durch Übersäuerung. Kein gutes Immunsystem, Übersäuerung, mitunter auch äußere Einflüsse, psychische Einflüsse, aber alles Dinge, die man relativ gut und schnell regulieren kann. Zum Thema Hämorrhoiden haben mich interessanterweise sehr viele Anfragen erreicht. Hier gibt es wieder einen Tipp von mir an euch aus der Praxis für die Praxis. Grundlage von innen, Aloe Vera mit Honig, 3x30 ml am Tag. Warum hier Aloe Vera mit Honig? Honig mit 9% Anteil zum Aloe Vera dazu ist eine ideale Kombination, wenn es um Entzündungen geht, wenn es um Blutreinigung geht, wenn es um Desinfektion geht. Honig ist ja eigentlich auch reinigend und desinfizierend, um hier von innen einmal eine gute Basis zu schaffen. Zwei oder drei Klienten haben mir dann am Telefon berichtet, sie haben schon etliche Hämorrhoidenoperationen gehabt und die Probleme kommen immer wieder. Hier auch wieder ein Tipp aus der Praxis. Es gibt in der Apotheke leere Zäpfchen zu kaufen, diese mit Aloe Vera Honig füllen, ins Tiefkühlfach legen und zweimal am Tag ein Zäpfchen einführen. Und die Erfahrungsberichte haben gezeigt, innerhalb weniger Tage gehen die Hämorrhoiden deutlich zurück. Ich bin der Meinung, ich gebe euch die nächste Zeit sehr viel weiter aus der Praxis für die Praxis. Was wollen die Menschen wissen? Wo drückt der Schuh? Was kann ich tun? Ich möchte nicht immer Produkte präsentieren und sagen, nehmt hier zwei Kapseln, hier drei Kapseln, sondern wirklich zielgerichtet auf eure Beschwerden, auf eure Sorgen eingehen. Das nächste Thema, das wir häufig hören, sind Blasenentzündungen, Asthma bis zum Morbus Crohn. Hier in vielen Fällen die Ursache, eine Fehlbesiedlung des Darmes. Es ist hinreichlich bekannt, dass man probiotische Produkte nimmt. Es gibt Joghurts, es gibt Pulver, es gibt alles Mögliche auf dem Markt, auch sehr gute Produkte. Wir beziehen von der Firma LR das Produkt Pro 12. Pro 12 ist ein ganz, ganz einzigartiges Produkt, wurde auch weltpatentiert. Und ich erkläre euch einmal, warum. Wenn ich zum Beispiel ein probiotisches Joghurt oder diese Trinkpulver zu mir nehme, habe ich immer das Problem, dass bei der Einnahme das Ganze im Magen von der Salzsäure schon zersetzt wird. Das heißt, bis es zur Darmpforte oder in den Darm gelangt, sind sehr viele dieser wertvollen Inhaltsstoffe durch die Salzsäure schon zerstört. Wir haben bei LR ein Produkt, das doppelt mikroverkapselt ist. Das heißt, die Kapsel wandert unbeschadet durch den Magen bis zur Darmpforte. Ein Teil der Kapsel öffnet sich in der Darmpforte, der zweite Teil der Kapsel direkt im Darm. Das heißt, die Wirkstoffe, die Bakterien werden genau dahin transportiert, wo es der Körper braucht. Und zwar können wir hier sprechen pro Kapsel von 1 Milliarde Bakterien von 12 verschiedenen Bakterienkulturen pro Kapsel. Einnahmeempfehlung von uns, eine Kapsel pro Tag, eine Packung für 30 Tage, also eine Monatskur. Auch hier wieder ein sehr innovatives Produkt und wenn man sich die Mikroverkapselung einmal genauer anschaut, ist es eigentlich ganz eine logische Sache, dass das wirklich zielgerichtet dort angreift und ansetzt, wo wir es benötigen. Das wäre heute eigentlich schon zum Thema Gesundheit alles. Ich werde immer wieder so Schwerpunkte setzen mit aktuellen Dingen, die anstehen. Es erreichen uns sehr viele Anfragen und ich glaube, es wäre mal ganz interessant,
wenn ihr Leute da draußen die Anfragen per E-Mail, per WhatsApp an mich heranträgt. Und dann kann ich per Video diese Fragen auch beantworten. Und ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen da draußen die ähnlichen Probleme haben und nicht richtig irgendwo eine Antwort bekommen. Also wenn hier Interesse ist, diese Anfragen zu stellen, bitte gerne an meine E-Mail-Adresse feuersteinmarkus zusammen, feuersteinohne@yahoo.com oder direkt an den Aloehof. Und dann kann man wirklich beim nächsten Video auf solche Fragen eingehen und diese allgemein behandeln, dass auch die breite Masse hört, was es hier für Lösungen geben könnte. Das zu diesem Thema. Das zweite Thema, was mich heute unglaublich freut, viele von euch haben es mitbekommen auf der Homepage. Es entsteht ein neues, schönes, großes Projekt. Wir haben den Aloehof und seit gestern haben wir das Aloe Mobil. Viele von euch haben es gelesen auf der Homepage. Margit und ich werden in absehbarer Zeit, also sobald es das Konzept zulässt, sobald es auch die Lage draußen zulässt, wir wissen nicht ganz genau, wie schaut es mit den Grenzen aus, mit den Ländern und so weiter, aber das wird sich alles irgendwann in Wohlgefallen auflösen, werden wir mit unserem Wohnmobil direkt zu euch kommen. Direkt bei euch vor Ort Gesundheitsberatungen machen, auch Produktpräsentationen, Gesundheitsseminare. Margit wird die Einzeltermine abhalten. Alles weitere dazu immer aktuell auf der Homepage von Margit Kaufmann. Und auch ich werde bei meinen Videos das eine oder andere Reiseziel, das wir anfahren dürfen, wo wir schon eingeladen worden sind von euch, gerne weitergeben. In diesem Sinne, heute ein paar kurze Infos. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen. Ich wünsche euch viel, viel Gesundheit. Alles Gute, eine schöne Woche und ein frohes Aloe. Dankeschön.